Katrin, können wir dann? Katrin! Papst! Papst Benedikt XVI. Begeistert bei seiner Rundreise durchs gelobte Land weiterhin die zugereisten Massen. Gestern flog er mit dem Papakopter nach Regensburg, wo er heute Vormittag einen Gottesdienst abhalten wird. Und zwar auf dem Islinger Feld. Erwartet werden dort schätzungsweise 350.000 Menschen. Oder umgerechnet 35.000 Sonntagsmessen. In Regensburg hat der Papst übrigens schon vor 30 Jahren Theologie gelehrt. Ja, und das könnte er immer noch. Da hat sich ja nichts verändert. Und für die heutige Messe hat er natürlich auch auf dem kurzen Dienstweg für strahlenden Sonnenschein gesorgt. Wenn sich überhaupt eine Wolke hervortraut, dann sicher höchstens in Heiligenscheinform wie hier. Ja, und auf dieser Seite finden Sie noch eine Menge anderer, seltsam schöner Wolkengebilde. Schön jedenfalls, wenn Sie einem nicht gerade mitten auf hoher See begegnen. Sie können sich die Wolken aber natürlich auch selber machen. Jedenfalls so tun. Zum Beispiel mit einer Cola-Dose. Oder lassen Sie Ihren Basketball. Oder Ihre Finger brennen. Seien Sie kreativ und schicken Sie uns Ihre Ergebnisse. Petrus und Mitarbeiter sind natürlich von der Teilnahme ausgeschlossen. Aber stören Sie bitte auf keinen Fall die Messe. Weder mit Fotografieren noch mit irgendwelchem anderen Unsinn. Also lassen Sie auf jeden Fall Ihren ferngesteuerten Zombie zu Hause. Sie wissen schon, der aus Latex. Und mit den beweglichen Armen, der auch richtig krabbeln und stöhnen kann. Sonst denken die Umstehenden noch, es wäre nicht der schönste, sondern der jüngste Tag in ihrem Leben. Hier noch ein... Sehr witzig, Perro. Hier noch ein Tipp für alle Pilger. Auf der Rückreise im Sonderzug geht es ja meist recht eng zu. Und wenn Sie gerne schlafen wollen, aber trotz des Geruchs im Abteil nicht gleich ins Koma fallen, dann basteln Sie sich doch den Sleep-Hänger nach. Eine geniale Idee aus dem Jahre 1949, die sich jedoch leider nicht durchsetzen konnte. Ähnlich verkannt wurde übrigens auch diese Erfindung, die aufblasbare Schwimmhose, deren Luftpolster andere jedoch nicht erkennen konnten. Peinlich war nur immer die Erklärung, wo denn dieser Schlauch dann hinführt. Allen Erfindern sei an dieser Stelle aber mal gesagt, Kopf hoch. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht dafür woanders eine auf. Oder umgekehrt. Naja, ganz genau können Sie sich das hier nochmal angucken. Ja, also dann. Tür zu! Aber Nichtschwimmer sollten das positiv sehen. Ohne Schwimmhose sind sie viel schneller bei der Post. Zumindest in Vanuatu. Die Inselgruppe im Südpazifik hat nämlich die erste und einzige Unterwasserpostfiliale der Welt. Und da gibt es wasserfeste Postkarten und natürlich Briefmarken, die man nicht mal nass machen muss. Ja, das wäre doch auch mal was für unsere Post. Da können sich die Schlangen sogar in drei Dimensionen bilden. Okay, falls Sie aber doch etwas an Ihrem Leben hängen, dann können Sie sich die Unterwasserwelt auch ganz sicher vom Sofa aus angucken. Bei bubblevision.com, eine Seite von Unterwasserfilmern aus Thailand. Deswegen gibt es hier nicht nur tolle Fotos, sondern auch beeindruckende Videos von verschiedensten Meeresbewohnern und aus nächster Nähe. Wie zum Beispiel dieser Walhai, der größte Fisch der Welt. Also die Angel nicht vergessen. Ja, Walhaie sind ja zum Glück ungefährlich. Wobei... Dasselbe denkt man ja oft von Großmüttern und dann zeigen die plötzlich ihr wahres Gesicht. Wie in diesem Kurzfilm. Nur zur Überraschung des Wolfes macht Rotkäppchen das dann auch. Die ganze Bestrafung gibt's über unsere Links. Und zur Belohnung gibt's jetzt unsere Spieletipps. Doch, doch, das können Sie annehmen. Also bitte, beschämen Sie mich nicht. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Oh Mann, der Perro ist schon wieder leer.